Hi zusammen, grüße euch und herzlich willkommen zu einem neuen Pomade-Review mit mir, dem Flo. Heute stelle ich euch eine Pomade vor, die ich ja schon angekündigt habe, nämlich eine grüne, oft gefordert und ganz oft gewünscht, die Yardley Brillantine, genauer gesagt die English Lavender Brillantine von Yardley. Das ist nämlich, ich glaube, die ältest existierende Pomade, die wir bei uns im ganzen Sortiment haben. Die gibt es nämlich auch wieder über 100 Jahre. Genau gesagt seit 1873, also wirklich ein sehr, sehr altes Produkt, wird seitdem bis heute in London hergestellt, nach der Rezeptur. Interessanterweise erfunden hat sie für Yardley allerdings der Parfümer Edouard Pinot, der auch hinter den, also ursprünglich hinter den ganzen Clubman-Produkten steht, jedenfalls hinter den ersten. Präsentiert wurde sie dann auf der Weltausstellung in Paris im Jahre 1900 der Weltöffentlichkeit und hier ist sie jetzt im Glastiegel heute. Früher war die auch mal in so einer alten Blechdose, wie man hier in unserem Pomadebuch sieht, verpackt. Da ist auch das Bild drauf, was jetzt hier auf dem Glastiegel auf dem goldenen Deckel drauf ist. Zur Pomade an sich, ich habe ja schon gesagt, sie ist grün, schaut so aus. Das heißt, auch die hat wieder einen grünen Farbstoff mit drin. Was interessant ist, was auch noch mit drin ist, ist Octocrylene nennt sich das. Das ist ein Lichtschutzfaktor, sprich die Pomade schützt euer Haar vor der Sonne. Es handelt sich hierbei um eine Brillantine. Da habe ich ja schon gesagt, Brillantinen sind weiche Pomaden, die besonders viel Glanz bringen sollen. Das ist jetzt eben die Geschichte, für was kann man die gebrauchen. Ich werde euch gleich verschiedene Anwendungen zeigen, weil sie eignet sich zum Beispiel einmal für einen super geilen Glanztopper. Das heißt, wenn ihr eine feste Pomade benutzt habt und die Frisur schon steht, dass ihr dann noch mal mit einer Fingerspitze drüber geht, damit es schön glänzt. Aber ich werde es jetzt single, als Standalone, alleine verwenden. Und das in mehreren Schritten. Also ich gehe mal mit dem Finger so rein. Es ist eine ganz, ganz weiche und leicht ölige Brillantine. Ich nehme mal nicht ganz so viel fürs Erste. Ich möchte es ja langsam angehen lassen heute. Und wenn man es dann verreibt, wird es ganz, ganz weich und ölig. Und was man spätestens jetzt merkt, aber eigentlich schon, wenn man die Dose aufmacht, ist dieser krasse Duft. English Lavender Brillantine, der Name sagt schon, der Duft ist einfach Lavendel pur. Und zwar richtig, richtig kräftig, also nicht so was Dezentes wie zum Beispiel die Linetti, sondern das riecht man wirklich lange, riecht man sehr intensiv. Ein Parfum dazu brauchst du dann wahrscheinlich auch eher nicht mehr, weil dieser Lavendelduft, dieser richtig schön angenehme, den hat man dann auch den ganzen Tag. Also ist sehr, sehr weich und geschmeidig. Und ich mach's mir jetzt mal in die Haare rein. Die Haare sind frei von Pomade, frisch gewaschen, sind jetzt nur noch feucht. Aber was man eben mit so einer Brillantine wunderbar machen kann, wenn man gar nicht unbedingt so sich die Haare so krass slicken möchte, ist auch eine relativ lockere Frisur. Zum Beispiel, wenn ich mir jetzt einfach so einen Finger voll in die Haare reinmache und locker durchfahre, vielleicht gar nicht unbedingt mit dem Kamm, aber ich mache doch mal mit dem Kamm und nur so locker lege, gar nicht so streng slicke, weil das ist jetzt auch mit der Menge gar nicht möglich, dann kriegt man so einen ganz leichten, natürlich aussehenden Schein. Vielleicht sieht man schon ein bisschen das, was in den Haaren drin ist, aber das ist so ein gesunder Glanz, der dann in die Haare kommt. Und so könnte man, wenn man es möchte, eigentlich auch schon lassen. Das macht zum Beispiel unser Chef, der Stan, ganz gerne, dass er nur eine Fingerspitze voll sich in die Haare reinmacht und dann einen lockeren Scheitel trägt. Also für die Leute, die immer sagen, ich kann mit einer weichen Pomade nicht viel anfangen, das ist damit möglich, einfach nur so ein lockeres Styling zu machen. Aber wer meine Videos kennt oder wer mich kennt, der weiß genau, dass das nicht das ist, auf das ich abziele. Ich mache jetzt dann mal wieder meine Flohmenge, sprich ich nehme einen zweiten Finger davon und arbeite mir den ein und eventuell sogar noch einen dritten, weil ich mag es ja, wenn es extrem glänzt und extrem slickt. Dieses Hinlegen, dieses Lockere geht natürlich nur, wenn ihr so lange Haare habt, dass sie auch liegen bleiben. Also wenn ihr so kurze habt, bei mir ist auch ein bisschen grenzwertig hier in den Seiten, dann stehen die ganz gerne auch mal weg. Deswegen ist auch für mich jetzt für meinen Haarschnitt besser geeignet, wenn ich ein bisschen mehr nehme. Und da kommt auch schon der dritte Finger. Ja, der Lavendelduft ist jetzt hier und der wird auch eine Weile hier bleiben und besonders jetzt auch um meinen Kopf herum. Also den werde ich gleich, wenn ich zurück in mein Büro gehe, durchs ganze Büro einmal ziehen. Die Kollegen freuen sich bestimmt. Den mache ich aber wirklich sehr gerne. So, jetzt habe ich eine ordentliche Menge reingemacht und jetzt kann ich es mir auch richtig schön nach hinten slicken und schön hinkämmen. Natürlich, wie gewohnt bei einer weichen Brillantine, wie es die hier ist, geht das ohne Probleme. Was man eben noch wunderbar machen kann mit so einer
weichen Pomade, wenn man nicht zu lockige oder zu gewellte Haare hat, ist einfach ein Slickback, so wie ich es jetzt hier habe. Könnte man schon so lassen, aber ich versuche dann doch, wie immer, meine Tolle vorne ein bisschen zu machen, zu definieren. Wie gesagt, das ist halt nur mit Haaren möglich, die nicht zu lockig oder zu wellig sind. Ich sage es immer wieder, ich habe glücklicherweise relativ bändigbare Haare, die nicht zu kräftige Pomaden brauchen. Gerade jetzt, wenn es wieder ein bisschen kühler draußen wird. Im Sommer ist die vielleicht dann auch nicht zu empfehlen, weil die schmilzt dann wirklich zu Öl zusammen und hält dann auch bei mir nicht mehr viel. Aber doch, das geht eigentlich ganz gut. Meinen langen Partyabend oder ein Konzert würde das jetzt nicht überleben, aber so fürs Büro, für den normalen Alltag, wo ich jetzt meinen Kopf nicht wild hin und her schüttle, passt es super und gibt einen schönen Glanz, wie ihr seht. Ich hoffe, die Strähnen liegen einigermaßen. Wie gesagt, da hinten, wenn es die Haare ein bisschen kürzer sind, da ist es dann immer ein bisschen schwerer, die hinzulegen. Wenn ihr Fans seid von echten Klassiker-Pomaden, also Pomaden, die eine gewisse Geschichte hinter sich haben, dann müsst ihr auf jeden Fall mal die Yardley Lavender Brilliantine ausprobieren, weil, wie gesagt, das ist die Pomade, die es bei uns hier im Sortiment schon am allerlängsten überhaupt gibt. Genau, das wäre jetzt mein Review dazu gewesen. Hier riecht jetzt wunderbar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt doch gerne ein Like und ein Abo noch besser. Und kommentiert, wenn ihr noch weitere Wünsche habt, was wir so reviewen können. Ansonsten schaut euch auch gerne unsere anderen Reviews an. Und dann würden wir uns freuen, euch auf unserem Kanal als Abonnenten begrüßen zu dürfen und beim nächsten Video euch wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, alles Gute aus Ottobrunn und bis zum nächsten Mal. Ciao, der Flo.